Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa, zum Spiel Team Fortress 2. Heute die dritte neuere Waffe im Spiel, nämlich die Loose Cannon. Die Loose Cannon ist die neue Explosivwaffe des Demoman. Dazu kommt gleich mehr. Diese Waffe ist eine sehr besondere Waffe, möchte ich eigentlich schon sagen. Bietet einen etwas anderen Spielstil als mit dem normalen. Ich bin okay, Kollege. Ich bin okay. Hat auch 20 Schuss insgesamt im Magazin. 4 Schuss zum Schießen. Und wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen was Komisches gesehen. Das ist einfach so kaputt gegangen, der Typ. So, diese Waffe hat zwei Besonderheiten. Einmal hat sie ein Fuse-Timer. Ich weiß gerade nicht die Übersetzung. Eine Zündschnur, wenn man so übersetzen möchte. Von 2 Sekunden. Wir haben unten rechts, das sieht man ein bisschen schlecht, weil mein HUD ist noch nicht geupdatet, weil ich ein bisschen zu faul war, sage ich jetzt einfach mal. Unten rechts bei meiner Munitionszeit ist ein kleiner weißer Strich, da müsste man drauf achten. Das ist meine Fuse-Timer, wenn ich den voll ausgehen lasse, dann sterbe ich einfach. Nicht wirklich, sondern ich bekomme um die 70 bis 100 Damage. Ich werde mal eben kurz nochmal schauen, wenn ich respawn bin. Also es ist auf jeden Fall nicht wenig, was ich an Schaden da reinbekomme. Gott, der Heavy fühlt sich sicherlich sehr sicher an der Mini-Sentry. Gucken wir mal ganz kurz. Und kaputt. Ja, wie gesagt, um die 70 Damage. Na, eigentlich um die 100 Damage. Sorry, schlecht im Rechnen. Hahaha. Das Ding hat auch noch einen Knockback. Treffe ich einen Gegner direkt am Körper, verursache ich um die 70 Damage. Und das ist diesmal wirklich die richtige Value. Die richtige Zahl. 70 Damage ungefähr. Oder doch mehr. Also auf jeden Fall viel Schaden. Wenn ich den Gegner direkt treffe und einen Knockback dazu, dass der Gegner wegfliegt. Perfekt, um Medics von ihren Heavys von ihren Medics zu trennen zum Beispiel. Nachteil ist, wenn das Ding gegen eine Wand oder auch zum Beispiel, wenn das Ding hier bam gegen eine Wand gekommen ist, verursacht das Ding nochmal 50% weniger Damage dann. Also, wie gesagt, einmal bam, 50% weniger Schaden. Deswegen ist diese Waffe so eine Halb-Halb-Waffe. Man muss versuchen. Das ist die optimalste Möglichkeit, um am meisten Schaden damit zu verursachen. Versuchen, den Gegner direkt zu treffen. Also einmal den Knockback quasi zu haben. Und dass es danach sofort explodiert. Wenn ihr euch das vorstellen könnt. Also quasi Knockback und in demselben Moment eine Millisekunde danach explodieren. Das ist quasi der maximale... Damit kann man quasi den maximalen Schaden rausholen. Warum auch immer der Sniper da so ein bisschen wolkig leuchtet. Sieht sehr lustig aus. Also wie gesagt, versuchen den direkt zu treffen und danach, dass es sofort explodiert. Somit holt ihr den meisten Schaden raus, der dann auch so ziemlich heftig ist, der Damage. Wir können schon so einige Klassen mal eben one-hitten. Ist mir zumindest vorhin schon des Öfteren passiert. Natürlich ist es schwer, mit der Waffe umzugehen, weil man muss auf mehrere Sachen achten. Man muss auf diesen Fuse-Timer achten. Man muss auf achten, richtig zu zielen. Wo wir versuchen, Gegner direkt zu treffen. Am besten, oder zumindest, dass er den Explosionsschaden abbekommt, ohne dass das Ding irgendwo gelandet ist, dass es weniger Damage verursacht. Das ist die ganze Sache bei der Waffe. Aua. Deswegen, es ist schwer damit umzugehen. Ich denke, in den Händen eines Profis ist es sicherlich ein bisschen geiler. Ob es jetzt besser als die normale Waffe ist, kann ich, denke ich, schon sagen, es ist ein definitives Nein. Die normale Waffe, also die Standard-Demoman-Waffe, kann einfach viel schneller viel mehr Damage verursachen. Das ist halt nur quasi, ich würde schon sagen, Support irgendwo diese Waffe, weil man damit halt versucht, den Gegner zu knockback, also den Gegner zurückzudrängen. Das ist halt der ganze Trick bei der Waffe. Das war zu offensichtlich, immer noch zu offensichtlich. Das ist jetzt, denke ich, an seinen Tod. Auf jeden Fall eine sehr schöne Waffe für das Australian Smith Update. Auf jeden Fall ein schöner neuer Spielstil, kann ich gar nicht drum meckern. Einfach eine schöne Idee von Valve. Und wirklich etwas, was die TF2-Community dringend benötigte, ein neues Explosivwaffe für den Demoman. Das war womit von allen Waffen im Spiel, also von allen Waffenkategorien und Klassen, war das wohl die gefordertste Waffe von allen. Weil es gibt so wenig Waffen für den Demoman. Sofern es keine Nahkampfwaffen sind. Und die wir jetzt mal gar nicht, von denen wir jetzt mal gar nicht reden wollen. Ich denke, sein Nahkampfwaffenarsenal ist doch schon ein bisschen heftig hier. Nun ja,
Auf jeden Fall, ich bin jetzt momentan auch noch so ein bisschen dabei, ein bisschen zu traden. Ich möchte übrigens noch einmal, ich möchte einmal dem Herrn Derel Gamer, sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, möchte ich einmal herzlich danken. Er hat mir gestern ein paar große Item-Spenden erwiesen, um es jetzt mal so auszudrücken. Darunter auch einige Items, die wir morgen versteigern werden, im Laufe eines kleinen Gewinnspiels, wo ich auch noch andere Items, zum Beispiel, ich habe, meine ich, 7 oder 8 Dota 2 Invites, die ich wohl mitsamt alle versteigern werde. Also könnt ihr schon mal drauf freuen. Ja, ich weiß noch nicht genau wie, was für ein Gewinnspiel ich daraus mache. Vielleicht ist es einfach nur so ein, ja, hier kommentieren, liken und mich am besten weiterempfehlen oder teilen. Keine Ahnung, irgendwie sowas um den Dreh. Hauptsache, dass das Channel dort natürlich ein bisschen bekannter wird. Darauf spielen Gewinnspiele natürlich an, logischerweise. Aber es werden halt, es wird eine Mischung aus TF2-Items sein, darunter auch eine Loose Cannon, wie ich sie gerade in der Hand halte. Mehrere von den feste Waffen, darunter eine Ambassador, eine Extinguisher, ein Buffbanner, oh Gott, lass mich nicht lügen. Und noch etliche andere Dinger, die ich noch bekommen sollte, etc. Etc. Ich bin schlecht. Wie gesagt, Loose Cannon ist so eine komplette Eingewöhnungssache. Aber auf jeden Fall, ja, gibt es einen Mix aus TF2-Items und Dota 2 zu gewinnen. Aber wie gesagt, dazu dann morgen im Gewinnspielvideo mehr. Jetzt fangt nicht an, hier irgendwelche Sachen zu posten. Oh, hier habt ihr gesehen? Da habe ich ihn direkt getroffen, genockt, nochmal gegen die Wand. Nur ist es nicht mehr explodiert. Zumindest hat er den Explosionsschaden davon nicht mehr bekommen. Sehr schade also, aber trotzdem. Naja, wie gesagt, ich bin momentan jetzt, seit heute bin ich extrem viel am Traden gewesen. Ich habe mir mal einige Naughty Keys geleistet. Und das ist nämlich, was ich euch, das ist jetzt so ein kleiner Trading-Tipp, der nicht mehr lange halten wird, aber wo ihr sicherlich mal ein paar Versuche starten könnt. Ein Naughty Key ist 1,5 bis 2 normale Schlüssel wert. Deswegen bin ich momentan bei, ja, ich habe mir jetzt mehrere Naughty Keys geholt. Autsch! Komm. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt mehrere Naughty Keys geholt. War einfach auf dem Trading-Server, habe da eine Menge rumgetradet. Halt entweder gegen 2 Schlüssel oder 6 Refined Metal. Beziehungsweise bei dem einen bin ich dann ein bisschen runtergegangen, weil er halt auch mehrere Sachen bei mir gekauft hat. Da habe ich irgendwie um die 5,11 Ref eingenommen. Also immer noch definitiv genug, damit ich glücklich bin. Und deswegen sieht mein Inventar seit heute, ich hatte überhaupt kein Metall mehr, wie einige von euch wussten. Deswegen habe ich jetzt hier so ein bisschen Metallschlüssel, habe noch ein Domination-Ding erhandelt. Ja, also ich bin wieder flüssig, das heißt, man kann wieder vernünftig mit mir handeln. Also auch als Andeutung auf euch, ihr könnt auch wieder, wenn ihr Soldierhüte habt, weil ich sammle Soldierhüte. Und ich fange bald auch mit einer Pyrohut-Sammlung an. Auf jeden Fall erstmal bei den Soldierhüten fehlen mir nicht mehr viele. Ich glaube nur noch um die 10 oder ich weiß nicht mal, um die 10 Hüte um den Dreh. Meine ich waren das. Müsst ihr am besten mal in mein Inventar schauen. Das ist ja unten in der Beschreibung. Ist es glaube ich nicht mehr. Doch, ist es verlinkt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kann man halt über meinen Community-Link aufzugreifen. Und da, wenn ihr halt Hüte, Soldierhüte habt, die ich noch nicht besitze, könnt ihr mich gerne anhandeln. Ich kaufe euch im Schnitt, also die Hüte kaufe ich euch im Normalfall zu den Spreadsheet-Preisen ab. Außer ich sage was anderes direkt zu euch. Was natürlich nicht zu sagen her sein darf. Ich hatte gestern so einen Fall. Da nochmal ein Sorry an die Person. Die hat es aber, hatte meine Entschuldigung schon angenommen gehabt. Oh, sehr schöner Kill. Aber trotzdem nochmal ein Sorry. Weil da war gestern, hatte ich gestern eine Situation, wo ich wohl mal vor 2 Wochen gesagt hatte, dass ich ihm Hüte für 1,44 Ref abkaufe, was natürlich schon 2 Wochen her war, was natürlich dieses Angebot, was ich nicht mehr gelten lassen konnte, weil ich hatte weder Plan, ob ich das wirklich gesagt hatte oder ähnliches. Ah, oh nein, ich wurde geteamswitcht, nee. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Lecker, lecker, lecker. Ja, auf jeden Fall. Ja. Habe ich den Faden verloren, hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall Soldierhüte, wenn ihr da welche habt, welche ich nicht habe,
kaufe ich euch die zu Spreadsheet-Preisen ab im Normalfall, nicht immer. Ich gehe auch meistens ein bisschen niedriger halt. Ich muss auch immer meine Kosten im Blick behalten. Und dann schauen wir mal. Ja, ja. Gott, ist es, ich finde, ich bin ja Team Blau. Oh Gott. Ja, ich wollte ja gerade Team Switch auch. Ist ja natürlich selbsterklärend. Ah, Mini Sentry. Oh, wie niedlich. Ah. Come on. Come on, come on, come on, come on. Teleporti, der einfach mal instant weggestorben ist. 1, 2. Aua. Ich weiß, ich hätte meinen Sticky-Bomb-Launcher benutzen können, aber das wollte ich jetzt in dem Moment nicht, weil es ist ja jetzt gerade ein reines Loose Cannon. Let's play. Gameplay. So, gibt es noch irgendwelche Sachen, die ich noch sagen wollte? Genau, jetzt zur Weihnachtszeit, also Weihnachten, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, dürft ihr nicht so viel von mir erwarten. Werd jetzt, die drei Feiertage werde ich wohl keine TF2-Videos machen. Werde jetzt erstmal hauptsächlich hier Dishonored hochladen. Hitman kommt auch wieder nach den Feiertagen erst, genau wie das neue Let's Play, was auch direkt nach den Feiertagen kommt. Also seid schon mal drauf gespannt. Autsch. Aber jetzt Weihnachten, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, also Weihnachten haue ich jetzt nur das Gewinnspielvideo raus, was übrigens auch gleichzeitig ein Uncrate-Video ist, weil ich eigentlich ein paar Kisten uncraten möchte. Ich muss nur noch irgendwie an die Sachen kommen, was aber kein Problem sein sollte. Auch noch die Sache, ob ich jetzt, ich werde wohl definitiv ein, zwei Naughties uncraten, aber den Rest werde ich dann wohl normaler auch uncraten. Einfach weil, wie gesagt, ich tausche lieber ein Naughty gegen zwei Schlüssel, habe dann doppelte Chance auf ein Unusual, was nämlich ja auch ein bisschen der Hintergrund hinter der ganzen Sache ist. Oh, nee. Beziehungsweise, ja, ich möchte einfach mal ein fucking Unusual aus einer Kiste ziehen. Wollte ich schon immer mal. Ich habe aber nie das Glück. Oh, was haben wir denn da hinten? Ich bin echt ein Trottel. Oh, immer wieder in die Sichtlinie der Mini-Sentry zu laufen. Ich habe auch schon bessere Tage gehabt, habe ich das Gefühl. Und dagegen kommt man jetzt gerade schlecht an. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen Werbung hier im Chat. Weil wie gesagt, ich bin momentan hart am Handel, versuche auch meine Strange Hearts mit zu verkaufen für alle Interessierten. Für 20 Schlüssel, das ist 3 Schlüssel unterm Spreadsheet-Preis. Weil ich halt momentan sehr hart versuche an Schlüssel zu kommen. Stell dich mal vor, wenn ich jetzt daraus 20 Schlüssel ziehen würde, würde ich sofort 20 Kisten uncraten. Hundertprozentig. Deswegen, also ich versuche sehr hart gerade meine Huntsman loszuwerden. Das war gemein. Das war echt gemein. Auch wenn ich das Gefühl habe, das ist meine persönliche Meinung, ich habe das Gefühl, sie wird jetzt bei dem Laufe der Zeit stärker, sobald die 40er, also im Preis, sobald die 40er Kiste nicht mehr verfügbar ist. Weil sie ist ja momentan noch, man kann sie ja immer noch finden. Die 50er Kiste ist immer noch nicht released worden, keiner weiß warum, jeder fragt sich warum. Keiner kann sagen warum. Weil wir haben jetzt glaube ich schon Kistenreihe, Gott. Ich glaube 53, 54, nee. Ist gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Wartet mal. Ich habe doch nur eine Nice Key. Okay, 53 und 52 sind dann wohl Naughty und Nice. Aber es gibt jetzt auch schon die 54er Kiste und die 55er, meine ich. Kann jetzt sagen, dass ich mich gerade ein bisschen irre. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall sind schon zwei neue Kisten nach der 50er Reihe released worden jetzt. Aber noch nicht die Haupt 50er Kiste. Und irgendwie macht mir das so langsam Sorgen. Vermute mal, das werden sie während eines Sommer-Events oder ähnliches wieder raushauen. Ich habe keine Ahnung. Weil die... Nee, das ist ja auch Schwachsinn. Auch ein blöder Gedanke. Einfach abwarten im Grunde, weil keiner wirklich weiß, warum die nicht released wird. Beziehungsweise, ich möchte auch gerne wissen, was da drinne ist. Was kann in dieser 50er-Kiste drinne sein, was die ganze Sache besonders macht? Man muss ja bedenken, Promo-Items werden niemals als Strange released. Das haben die Entwickler selber gesagt. Das hat auch einen Hintergrund, weil wegen Lizenzgebühren sicherlich und so weiter für die Items und so, keine Ahnung, bla bla bla. Auf jeden Fall Promo-Items.
Ein Bio-Strange Huntsman. Okay. Trade me. Das wäre jetzt echt awesome, wenn er mit denen sofort abhandeln würde. Auf jeden Fall, Let's Play ist jetzt eigentlich auch erstmal vorbei. Ich habe erstmal genug über Trading und Loose Cannon gesprochen. Ihr habt die Waffe in Aktion gesehen. Und wir sehen uns dann ja, in den kleinen Videos vorm am Weihnachtsfest. Aber normal nach dem Weihnachtsfest wieder. Bis dann. Ciao, ciao.